Nintendo. Aloha und willkommen zu einem neuen Video. Heute erkläre ich euch, wie ihr Rainer freischaltet und auch wie ihr die Büsche freischaltet, beziehungsweise die Hecke. Bleibt dran! Erst einmal müsst ihr das Update runterladen. Das sollte eigentlich automatisch geschehen, wenn ihr das Spiel neu startet. Gerd wird heute bei euch, wenn ihr keinen anderen Besucher habt wie Schubert und so weiter, auf dem Festplatz auf euch warten. Bei ihm könnt ihr Büsche kaufen. Aktuell wird er euch Azaleen verkaufen und noch eine Sorte von Büschen. Die wechselt immer. Aber Azaleen sind gerade in der Saison, deswegen werden sie immer verkauft, wenn er euch besucht. Er besucht euch nicht jeden Tag, aber er kommt auch, wie die wandelnden Leute wie Schubert und Minna, auf euren Festplatz. Und dort könnt ihr dann die Büsche kaufen. Die Büsche könnt ihr übrigens überall einpflanzen, wo ihr wollt. Ihr könnt sie in einer 20er-Reihe nebeneinander pflanzen, ihr könnt sie neben Steine pflanzen, ihr könnt sie direkt am Wasser pflanzen, ihr könnt sie am Rand vom Sand pflanzen, neben Bewohnerhäusern, es geht wirklich überall, was ziemlich cool ist. Wenn ihr die Hecken freischalten wollt, dann müsst ihr eine Aufgabe für Tag der Natur erledigen und dann mit Tomnook reden. Er wird euch das Rezept für die Hecken geben. Die Hecken sind sozusagen Zäune, die halt aussehen wie Hecken. Die Büsche könnt ihr übrigens immer umpflanzen. Ihr müsst nichts gegessen haben. Ihr könnt sie einfach mit der Schaufel ausgraben und woanders hin platzieren, was super praktisch ist. So, wie schaltet man denn jetzt Rainer frei? Dafür müsst ihr mit Eugen reden. Er wird euch erzählen, dass er gerne das Museum erweitern will, sobald ihr ihm ein Kunstwerk gebracht habt. Wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr dann einen Tag nach vorne spulen. Am nächsten Tag wird Rainer dann in eurer Stadt auftauchen. Ihr bekommt auch von Melinda einen Hinweis, dass eine verdächtigte Person in eurer Stadt oder Insel unterwegs ist und sie scheinbar Kunstwerke verkauft. Ihr könnt es auch daran sehen, dass dann der Schatzkutter am geheimen Strand angelegt hat, aber ihr könnt da leider nicht rein. Ihr müsst Rainer in eurer Stadt finden. Irgendwo wird er herumlaufen. Sprecht ihn dann an und er will euch dann ein Gemälde für eine Unsumme, also eine riesige Menge, ich glaube es sind was 500.000 Sternis verkaufen. Das müsst ihr auf jeden Fall ablehnen. Das ist, wie ihr kennt, Rainer ein Trick. Und dann wird er mit dem Preis runtergehen und es handelt sich dann noch um knapp 5.000 Sternis. Da würde ich dann noch zuschlagen. Ihr kennt Rainer, die Preise sind teuer, aber bei dem Preis, das geht dann noch. Dieses Gemälde müsst ihr dann an Eugen weitergeben und er wird euch dann erzählen, dass morgen dann das Museum umbaut. Wenn ihr dann nicht warten wollt, dann könnt ihr auch einen Tag nach vorne spulen, beziehungsweise lieber zwei Tage nach vorne spulen, weil am Tag danach ist das Museum geschlossen, weil es umgebaut wird. Am dritten Tag ist das Museum dann wieder eröffnet und ihr könnt die Eröffnungsfeier halten. Und die Museumsgalerie, beziehungsweise die Kunstgalerie, wird dann im Museum da sein. Ich habe dir jetzt im Video nicht gezeigt, weil ich nicht zu viel vorwegnehmen wollte, aber ihr seht es auch schon von außen, dass das Museum anders ist. Bei mir war es dann so, dass Rainer dann direkt wieder da war. Es kann auch sein, dass er dann einen Tag später erst wieder kommt. Ihr seht es immer daran, wann Rainer da ist, wenn ihr den Schatzkutter am geheimen Strand seht. Aber ihr könnt am nächsten Tag oder wenn Rainer wieder da ist, nicht direkt in den Schatzkutter reingehen. Ihr müsst Rainer erst wieder in der Stadt finden. Ihr müsst ihn halt irgendwo suchen und wieder ansprechen. Und dann wird er euch auf seinen Schatzkutter einladen. Und das könnt ihr dann direkt auch an dem gleichen Tag noch machen und wirklich den Schatzkutter endlich betreten. Und es ist sehr cool gemacht auf jeden Fall, aber man kann leider nur ein Gemälde pro Tag kaufen. Das ist natürlich blöd, aber irgendwo auch verständlich. Und ja, bei den Gemälden könnt ihr dann, wenn ihr sie auswählt, auf genauer untersuchen klicken und sie dann nochmal wirklich genauer anschauen. Denn, Leute, passt auf, es gibt Fakes. Das Gemälde, das euch Rainer am Anfang verkauft hat, ist nämlich auch ein Fake gewesen. Das hat Melinda am Anfang erwähnt. Etwas peinlich für uns, aber wie sollen wir es denn auch wissen, wenn Rainer uns nur ein Gemälde verkauft hat? Deswegen untersucht die Gemälde auf irgendwelche Hinweise, die darauf deuten könnten, dass es wirklich nicht richtig ist. Und ja, wenn ihr euch unsicher seid, googelt im Internet, gibt es Guides dafür auf jeden Fall und kauft dann am besten das Gemälde, das richtig ist. Außerdem bietet er noch zwei Möbel an, die ihr da noch verkauft. Die könnt ihr so oft kaufen, wie ihr wollt. Und ja, Rainer ist leider nicht jeden Tag da. Was heißt leider? Er kommt wahrscheinlich genauso zufällig wie Euphemia oder Schubert. Schubert, jetzt auch okay Englisch. Aber ja, er kommt zufällig. Das heißt, ihr müsst dann warten. Es wird, glaube ich, sehr lange dauern, bis ihr unsere Museumsgalerie voll bekommt. Ich hoffe, dieser Guide war euch hilfreich für euch. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Achso ja, noch eine kleine Sache, die ich mega cool finde beim Update ist, dass man jetzt KK-Songs auf der Insel überall verändern kann. Also man kann an verschiedenen Orten verschiedene Songs spielen. Das ist für mich einer der krassesten Neuerungen irgendwie, neben den Büschen halt.
Aber so ein kleines Detail hat mir wirklich gefehlt, weil ich fand es super ätzend, dass überall auf meiner Insel das gleiche Lied lief. Und jetzt kann man irgendwie noch viel mehr seine Insel gestalten, weil die Musik gehört halt auch dazu. So, das war's jetzt aber wirklich und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi!